Wir wollen jetzt mit unserer Studie eine viel größere Anzahl an Menschen erreichen, als bisher in klassischen Studien möglich war. Die App ist eigentlich so designt, dass wir eben spezifisch auf Rückenschmerzen Fragen stellen können, mit den Patienten und mit den Personen interagieren und versuchen, sie eigentlich wieder auf einen guten Pfad zu bringen, dass die Rückenschmerzen geringer werden. Zum Beispiel durch verschiedene Aktivitäten, die man machen kann.